Heute geht es um die Achillessehne. Wir zeigen Ihnen Untersuchungen, wir zeigen Ihnen Übungen und wir zeigen Ihnen natürlich auch Behandlungsformen, wie beispielsweise dieses Kinesiotape, die Sie dazu benutzen können. Viel Spaß! Mein Name ist Dr. Christian Schulze und heute geht es um das Thema Achillessehnenschmerzen. Wir haben den Phil hier. Hallo, grüß dich. Und wir wollen uns jetzt mal anschauen, woher kann der Achillessehnenschmerz kommen und dementsprechend, was gibt es für Möglichkeiten einer Verletzung oder eines Problems, was ich dort habe und wie sehen mögliche Therapien aus und was können Sie selbst auch an Übungen machen. Das ist das Programm. Und jetzt schauen wir uns mal seine Achillessehne an und seine Wade. Und da sehen wir schon mal hier, dass er da einen schönen Knicksehnenspreizfuß hat, wenn er sich jetzt mal auf die Zehenspitzen hochstellt und aufrichtet, richtig hoch, 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 hoch. Dann sehen wir, dass er hier ein schönes Längsgewölbe innen entwickelt, das heißt, er kann das noch aufrichten, hat dann hier auch eine gerade Achse. Wenn er jetzt nochmal sich hinstellt und runter geht, dann merkt man, wie er so ein bisschen hier einknickt an der Stelle. Wenn er die Knöchel jetzt mal zusammen macht, dann sehen wir hier oben außerdem noch, dass er ein O-Bein hat. Das heißt, ich habe immer die ganze Achse des Beines im Blick. Und wenn man sich jetzt vorstellt, die Achillessehne setzt hier an der Stelle an, an dem Fersenbein und das Fersenbein, wenn du das Bein jetzt mal bitte gerade anhebst ein bisschen, geht dann immer so hin und her im Rahmen des Knickfußes. Ja. Dann habe ich hier natürlich so eine Drehbewegung, die ich dabei habe und das kann zu einer chronischen Reizung führen und hier gibt es innen drinnen an der Stelle einen kleinen Schleimbeutel und wenn der entzündet ist, dann tut es hier ganz fies weh, was zu einer chronischen Entzündung der Achillessehne führen kann. Die ist dann meistens teigig zu tasten hier. In dem Fall hier ist sie relativ schön gerade und da ist kein Problem drin. Was kann ich tun oder auf was muss ich achten? Wenn ich hier oben etwas weiter oben Schmerzen habe, dann kann es durchaus sein, dass ich mir bei einer pivotierenden Sportart, vor allen Dingen ist es auch wieder Basketball, Volleyball, Fußball mit viel Sprungbelastung oder vom Kopfball runterkommen und dann umknicken und hier hinten einen leichten Schmerz verspüren, solange ich mich nur auf die Zehenspitzen stellen kann, so wie er das eben gemacht hat. Das ist immer ein Zeichen, dass die Achillessehne noch nicht gerissen ist. Aber der Achillessehnenriss ist so, dass er quasi in zwei Zeiten passiert. Das heißt, im ersten Moment wird die Achillessehne angerissen und im zweiten Moment, das kann dann ein Bagatelltrauma sein, zum Beispiel ich versuche eine schwere Mülltonne zu verrücken und dann macht es zack und dann ist sie komplett durchgerissen. Deswegen sollte man, wenn man hier Beschwerden hat in dem Bereich hier, so 3 cm oben drüber, das ist auch der Hauptpunkt, wo die Achillessehne reißt, sich durchaus beim Arzt vorstellen und dann kann man mittels einer Ultraschalluntersuchung beispielsweise direkt sehen, ob da irgendwas gerissen ist und das ist das, was wir Ihnen jetzt als nächstes zeigen. Jetzt sind wir hier in der Ultraschalluntersuchung. Ich habe den Schallkopf hier auf der Achillessehne drauf und dann können wir hier im Bild sehr schön sehen, dass die Achillessehne kontinuierlich darstellbar ist, dass es da keinerlei Ablagerung von Wasser oder so gibt oder Entzündungen oder Konturunterbrechungen. Das sind so die Dinge, auf die wir achten und das sieht dann dementsprechend ganz gut aus. Wenn wir so ein Bild haben, dann können wir auf jeden Fall schon mal mit einer ziemlichen Wahrscheinlichkeit ausschließen, dass hier ein Riss vorliegt. Nachdem wir nun im Ultraschall eine Teilruptur der Sehne ausgeschlossen haben, zeigen wir Ihnen ein paar Übungen, die Sie machen können. Das Problem bei der Achillessehnenentzündung ist ja meistens, dass wir eine Verkürzung durch unsere sitzende Tätigkeit im Bereich der Wade haben. Und da bitte ich den Phil jetzt mal, sich um 90 Grad zu drehen und einen Ausfallschritt nach vorne zu machen, jetzt mit gestreckten Beinen nach vorne hereinzudehnen und aufrechtem Oberkörper schön die Bauchmuskulatur dabei anspannen. Jetzt haben wir quasi einen Zug hier auf der oberflächlichen zweibäuchigen Wadenmuskulatur. Wenn er jetzt hier im Bereich der Kniegelenkshöhe mal um 20 Grad dehnt das, beziehungsweise beugt, dann ist das hier oben weich. Dann haben wir aber hier unten drunter im Musculus soleus die Dehnung, das heißt, da wird die tiefe Wade gedehnt. Und wenn ich diese beiden Muskeln hier relativ gut dehne und das zweimal täglich mache, mal so 30 Sekunden halten, dann nochmal loslassen, andere Seite dehnen, 2 bis 3 Sätze wiederholen, dann habe ich insgesamt weniger Zug auf diese entzündete Sehne hier unten. Was ich dann auch weiterhin machen kann, was man hier in der Position auch sehr gut sehen kann, ist, dass ich hier beispielsweise unterhalb der Achillessehne so einen Stoßabsorber einbringe oder ein Gelkissen in den Schuh rein tue, beziehungsweise einen absorbierenden weichen Schuh nehme, dass die Stöße und die Schläge nicht so stark sind auf der Achillessehne. Es gibt auch, wenn ich hier eine starke
teigige Bindegewebsschwellung habe, bestimmte Achillessehnen, Bandagen mit solchen Polstern hier an der Seite, die das so ein bisschen wie eine Lymphdrainage behandeln, dass das entsprechend rausgeht. Dementsprechend kann man natürlich auch hier in dem Falle Krankengymnastik und Lymphdrainage erfordernungsmäßig einsetzen. Diesen Schleimbeutel, den ich vorhin erwähnt habe, hier, den behandle ich ganz gerne immer mit einer Neuraltherapie, also sprich mit einer Spritze direkt in den Schleimbeutel. Das ist sehr effektiv. Dann tut das auch nicht mehr so weh. Der ist hier, wo ich das immer so markiert habe, weiß. Da sitzt er genau. Und ansonsten zeigen wir Ihnen jetzt noch ein Kinesotape, was man anlegen kann. Dafür darf ich den Film nochmal sich hinlegen. Auf die Liege. Wir haben hier das Ganze schon ein bisschen präpariert auf der rechten Seite. Sprich, das ist alles rasiert. Wir tragen jetzt wieder ein bisschen von unserem Spray auf, damit es auch ein bisschen besser hält. Und Ziel soll es ja, wie gesagt, sein, wie auch mit der Dehnung, dass ich hier weniger Zug auf die Achillessehne habe, an dem Bereich, wo das hier wehtut. Deswegen setze ich hier den Anker unterhalb des Bereiches, der schmerzt, und mache dann unter Spannung nach oben die Anlagetechnik so hier drauf. Und dann hat quasi das Tape, wenn ich es vorher nach oben gezogen habe, jetzt einen Zug nach unten und entlastet dadurch gleichzeitig die Achillessehne, die ja entzündlich gereizt ist und gerade ein bisschen wehtut. Wenn ich das fertig angelegt habe, dann reibe ich das nur ein bisschen warm, damit es gut hält. Achten Sie darauf, dass Sie ein hochwertiges Tape benutzen, dann kann das Ganze auch entsprechend halten. Wenn ich jetzt mal hier so ein bisschen Zug drauf gebe, wie fühlt sich das an im Vergleich zu ohne Tape? Ja, es wird auf jeden Fall auch die Spannung wieder weg, zumindest gerade ziemlich weit unten. Ja. Das heißt also, ich habe dann diesen Bereich hier entlastet und ein funktionell sinnvolles Tape hier an der Stelle angebracht. Zusammenfassend haben Sie gesehen, dass die Achillessehnenverletzungen ein relativ weites Spektrum bieten, von einer Reizung bis hin zu einem Riss. Und bei dem Riss will ich Sie nochmal insbesondere darauf hinweisen, dass der ja zweistufig verläuft in zwei Zeiten. Das heißt, es gibt ein primäres Trauma, einen Unfall, wo die Achillessehne anreißt. Das kann dann wie eine chronische Entzündung sich darstellen und dann kann es irgendwann passieren, dass sie ganz durchreißt und operiert werden muss, was sehr aufwendig und sehr nervig ist. Deswegen nochmal hier der Hinweis von mir, wenn Sie dann darauf das Problem haben, gehen Sie zum Arzt, lassen Sie es untersuchen, man kann es ganz gut sehen und kann dann unter Umständen den Riss im weiteren Verlauf rechtzeitig vermeiden. Ansonsten bei den entsprechenden Behandlungen sollte der ganze Fuß mit untersucht werden und auch das Knie und die Beinachse. Es ist eventuell hilfreich, beim Plattfuß eine aufrichtende Knicks-Spreizfußeinlage zu verordnen bzw. anzufertigen. Dabei sollte man natürlich, wie im Phil sein Beispiel, auch Rücksicht nehmen auf das O-Bein, weil ich kann nicht einfach beliebig den Fuß unten aufrichten und den dann oben noch mehr ins O-Bein drücken. Dann kriegt er am Knie das nächste Problem. Er ist an seiner Achillessehne zwar schmerzbefreit, aber hat dann ein Problem woanders. Das heißt, man muss komplex denken in der gesamten Beinachse. Wenn Sie ansonsten noch Videos zum Thema anschauen wollen, dann empfehle ich Ihnen unser Einlagenvideo zum einen und natürlich auch das Rückenstabilisationsvideo, was eine Beinachsenstabilisation auch beinhaltet, weil Sie da ja sehr viele Übungen auf einem Bein stehend gezeigt bekommen. Und das ist eben das A und O, dass da sehr viel Stabilität drin ist. Wenn Sie ansonsten noch Fragen haben zu diesem Video, hinterlassen Sie gerne einen Kommentar hier unten. Wenn Ihnen das Ganze gefallen hat, dann geben Sie uns gerne einen Daumen nach oben oder abonnieren den Kanal. Ich sage danke, Phil. Danke dir auch. Und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ciao.